Herzlich willkommen zurück bei Griffelkin 666. Wir spielen heute ein neues Matchup und zwar mit Popol und Cooper. Mit dabei sind diesmal aus meinem Squad der Kakadu123 und einer meiner YouTube-Zuschauer Kuradu. Wir starten einfach in ein klassisches Match. Im Ranked-Modus kriege ich leider in letzter Zeit zu wenig die Rolle von Popol und Cooper, um das Ganze zeigen zu können. Wie gut wir uns da schlagen. Meistens wird er halt gebannt oder ein anderer Spieler pickt schon einen Marksman. Da ich keine zwei ADC haben möchte, spiele ich dann meistens Tank, Mage oder sonst irgendetwas anderes. Aber ich wollte einfach nochmal ein Popol und Cooper Gameplay-Video präsentieren. Ich hoffe, ihr habt Spaß daran. Es sind jetzt noch 5 Sekunden und dann startet das Match auch schon. Ich hoffe, wir schlagen uns gut. Der liebe Kakadu spielt Show, Kuradu spielt die liebe Lydia. Ich selber, Popol und Cooper, mit meinem schönen Hunting-Pulse-Skin. Ich hoffe einfach, es kommen später noch coole Skins für Popol und Cooper raus. Da mir der Charakter am meisten Spaß macht, werde ich mir dort tatsächlich alle holen, die existieren. So, wir sind im Ladebildschirm und ich hoffe, das Match läuft nach unserem Geschmack ab. Und wir werden dort einfach abräumen, so gut wie es geht. Der Gegner hat keinen Tank, wir haben keinen Tank. Das kann schon mal sehr gut enden. Ich hatte erst ein bisschen Angst. Gut, wir haben Esmeralda. Die kann man natürlich als Tank spielen. Ich weiß allerdings nicht, ob sie sich als Tank geskillt hat. Wir werden das einfach sehen. Starten wir einfach mal in das Match. Und ich werde mir direkt am Anfang versuchen, den orangen Buff zu gönnen. Da er mich halt einfach wesentlich stärker macht. Und dann so schnellstmöglich, wie es geht, los geht's. Direkt das Level 4 erreichen. Weil erst mit Level 4 werde ich das Ganze abräumen können. Und auch gut meine Kills machen können, so wie ich es mir wünsche. So, wir warten auf den Buff. Wie gesagt, bei 30 Sekunden taucht er immer auf, das wisst ihr selber. Holt ihr euch eigentlich am Anfang als Marksman auch immer den Buff oder verzichtet ihr teilweise drauf? Oder lasst ihr euch ihn zwischendurch von Hanzo klauen, der ihn ja auch gut gebrauchen kann? Mit seinem Monster, ich weiß gar nicht, wofür er ihn braucht. Ich habe Hanzo noch nie gespielt, würde ich persönlich gerne mal machen. Los geht's, ran an den Buff. So. Tak, tak. Oh, Lydia oder Kuradu, vielen lieben Dank. Du holst schon das nächste Minion ran, damit ich schneller leveln kann. Perfekt läuft das Ganze. Dann nimmst du mal ein paar XP davon mit, aber das stört mich jetzt persönlich gar nicht. Level 2 haben wir erreicht. Jetzt müssen wir schneller werden. Ich nehme mal gerne den Heilungsbuff direkt mit. Bevor ich dann zur unteren Bahn eigentlich switche. Die untere Bahn wird aber gut gerade bewacht von unserem Teammate. Da haben wir schon den ersten Gegner. Leider kann ich ihn jetzt noch nicht slayen. Wir haben Level 4 noch nicht. Allerdings kann ich ihm gut Schaden verursachen, dass er halt einfach wieder in die gegnerische Basis zurückrennt und wir ein bisschen Luft bekommen, um uns weiter voranzutreiben. So, eben mal schnell noch das Mob weggeholt. Und ran geht's. Ja, Popol und Cooper ist im Early Game halt extrem stark, wie ihr wisst. Mittlerweile solltet ihr auch öfter gegen ihn gespielt haben und wahrscheinlich, als er Level 4 erreicht hätte, öfter mal eine Klatsche bekommen haben. Dadurch, dass Cooper einfach so extrem stark ist, wenn er transformiert ist. Er macht unglaublich viel Schaden, wenn man sein Feuer noch mit drauf erhöht, ist es einfach tausendmal besser. Leider hat sich der Show gerade zurückgezogen. Ich versuche ihn einfach mal jetzt noch von oben zu bekommen. Er ist halt noch am Turm. Das ist für uns ganz glücklich. Wir verwandeln den Wolf und los geht's. Cooper macht das schon. Ja, easy kill. Er stand halt einfach in der Range von Cooper. Da kommt noch der liebe Claude mit dabei. Den holen wir uns jetzt auf, wenn es funktioniert. Nein, er rennt weg. Die glückliche Teleport-Funktion schützt ihn. Währenddessen sind Esmeralda und Show oben dran und schützen die Top-Lane. Ich wechsle zur Mid, da das keiner von uns gerade ist, aber wir können sie ja näher an die Türme ranpushen. Der Gegner beachtet gerade irgendwie seine Minions nicht, dass unsere Minions eigentlich schon die Türme attackieren. Er switcht immer ganz kurz, allerdings bewacht er relativ kurz den Turm nur. So, da haben wir wieder die Chance, wir können verwandeln, jawohl, weg damit. Da haben wir wieder den Kill, das war klar, dass das funktioniert, wie gesagt. Dann einfach relativ einfach in der verwandelten Form am Anfang die Gegner wegzuholen. Wir haben Level 5 schon erreicht. Die Gegner sind noch bei Level 4. Das heißt, wir haben schon einen kleinen Vorsprung. So, den sollten wir auch eventuell kriegen. Jawohl, haben wir noch. Ganz knapp zwar nur. Aber immerhin haben wir ihn noch geholt. Wir gucken einfach mal. Die Schildkröte wartet dort schon. Gehen wir doch mal direkt ran. So, wir haben im Moment das Glück. Okay. Ja, wir haben im Moment das Glück, dass der Gegner. Oh, 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 ja, 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 mitten im Turtelkampf. Das ist gerade hart.
Mal gucken, ob wir da eine Chance haben. Da ist ein... Ja, unser Glück ist in meine Verlangsamung geraten, die Cooper einfach verursacht. Sehr schön, schön mit dem Wolf agiert, wie immer. Ich übe es noch. Ich würde den Wolf gerne auch mal als Tank versuchen, also mit Tank-Equipment und Tank-Emblem. Mich würde mal interessieren, wie hart der Gegner dran verzweifelt, wenn Cooper nicht fällt, sondern gepanzert ist wie bekloppt. Ich meine, er kriegt nach dem Transformation sowieso riesiges Leben zusammen. Was passiert denn erst, wenn er dann wirklich Lebensausrüstung trägt? Das würde ich halt einfach wirklich sehr gerne mal testen. Ich werde das Ganze demnächst mal mit meinem Squad durchsprechen, dass wir da vielleicht eine Aufnahme machen, wo ich mit Cooper den Tank spiele. Ja, in Hoffnung, dass das funktioniert. So, ich habe endlich meine Schuhe, was natürlich sehr praktisch ist. Jetzt sind wir auch schneller unterwegs und können uns schneller von einem Ort zum nächsten fortbewegen, um vielleicht Gefahren zu klären. Da oben haben wir Dyad, der Wolf ist verwandelbar. Für uns praktisch, Lydia kommt dazwischen. Nein, wir haben ihn, perfekt, da holen wir uns den nächsten. Hier entkommt, hier entkommt. Nein, nein, haben wir. Nein, die kommt wirklich weg, doch nicht. Mein Gott. Ich hasse es, wenn die Leute sich teleportieren. Führt halt meistens dazu, dass wir da nichts holen. Ja, der liebe Kakadu ist tatsächlich in unserem Squad auch einer mit der besten Spieler. Er zockt halt relativ häufig mit mir zusammen. Das ist unser erstes gemeinsames Video. Ich wollte ihn einfach gerne mal mit bei einer Aufnahme da drin haben. Ob wir das Match wirklich gut abschneiden, wussten wir nicht. Wir sehen es jetzt gerade. Ich bin gespannt, Leute. Zack! Geholt. Kommt sie weg? Nein, kommt sie nicht. Sehr schön. Ja, da hat wieder jemand ein Problem, ist in der Nähe vom Wolf stehen geblieben. Ich weiß nicht, warum man da immer den Fehler macht und beim Wolf stehen bleibt, sag ich mal. Cooper zerpflückt halt tatsächlich die Gegner wirklich, wenn er transformiert ist. Ich würde in dem Moment einfach ein Stück zurückgehen, glaube ich, um nicht vom verwandelten Wolf erwischt zu werden. Gut, die meisten Spieler müssen noch die Range kennenlernen tatsächlich. Ja, danke schön, Kakadu, für den Kill. Du hast ihn mir jetzt wirklich schön wieder zurückgekickt. Er wäre entkommen. Ich hätte keine Chance mehr, auf ihn zu kriegen. Sehr nett. Danke. So, wir holen mal eben den Turm. Pushen da halt ein bisschen voran, dass wir näher an die gegnerische Base kommen. Das Match läuft lupenrein. Wir führen mit 11 zu 2 an Kills. Das würde ich jetzt behaupten, wir dürften so viel Erfahrungsvorsprung haben, dass es eigentlich kein Problem mehr sein dürfte. Ja, Dyad, du sagst es tatsächlich gerade, dein Team versucht halt tatsächlich die Buffs lieber zu kriegen, anstatt die Türme zu beschützen. Die vergessen es tatsächlich gerade, das hatte ich ja vorhin schon gesagt, irgendwie beobachten sie nicht richtig teilweise. Da kommen die Gegner schon jetzt zum Mittelturm. Jetzt ist die Frage, gehe ich da hin oder mische ich mich da hinten an? Show ist da gut am Fighten. Nehmen wir mal kurz das Monster mit unterwegs. Und cleare die obere Lane. Show scheint das da oben gut zu machen. Ja. Mein Gott. Er hält. Ja, ich hätte ihn unterstützen sollen. Das war tatsächlich blöd von mir. Oder besser fies von mir. Dass ich da meinem Teammate nicht helfe. Tut mir leid, lieber Kakadu. Ich habe leider zu sehr an die obere Lane gedacht. Ich hoffe, du verzeihst es mir. Beim nächsten Mal rette ich dich oder unterstütze ich dich. Zumindest in deinem Fight. So wie du mich eigentlich immer unterstützt. Ja, ich selber bin auch noch nicht der Profi in diesem Spiel. Werde aber immer besser. Es gibt halt tausendmal bessere Spieler als mich. So, da hätte ich jetzt tatsächlich gegen Claude verlieren können. Er hat zwar jetzt meinen Wolf geslayt, aber das ist der Fehler. Anstatt auf meinen Wolf loszugehen, hätte er weiter auf mich feuern sollen, dann wäre ich gestorben und er hätte überlebt höchstwahrscheinlich. Doch viele machen den Fehler, konzentrieren ihr Feuer dann rum, schießen auf Cooper und Cooper ist einfach schwerer zu töten als Popeye. Popol hält meistens nur 2-3 Schüsse aus und schon ist das Ganze dann auch gelaufen. So, da haben wir wieder einen. Ran geht's. Die Lane gleichzeitig mitgesäubert. Wir pushen auf den nächsten Turm vor. Ui, ich renne auch noch in beide rein. Schnell nochmal gestunt, den Dyad. Dann können wir ihn auch holen. Sehr gut, das war aber hahaha scharf. Mein Gott. Manchmal bin ich auch ein bisschen lebensmüde. Ich vergesse dann eigentlich immer, dass ich wirklich nicht viel Leben habe, renne dann mit in das Spiel rein, was mich persönlich dann eigentlich in die Bredouille bringt. Ich muss eben schnell meine Lebensenergie tanken. Ja, es läuft einfach perfekt.
Mittlerweile haben wir so viel Vorsprung, da wird nichts mehr zu machen sein. Also sie werden uns auch nicht mehr stoppen können, gehe ich von aus. Einfach durch den hohen Levelunterschied, der jetzt schon entstehen dürfte. Ich müsste mittlerweile 2, vielleicht sogar 3 Level über den niedrigsten der gegnerischen Teams sein. Was jetzt einfach heißt, dass mein Cooper sie weiterhin zerpflücken wird. Bis wir halt zum gegnerischen Turm vormarschiert sind. So, in 40 Sekunden kommt auch schon Lord dazu. Okay. Was soll das jetzt? Ja, jetzt war ich so irritiert mit dem Lesen. Warum soll ich denn reportet werden? Also da bin ich jetzt gerade ein bisschen interessiert. So, jawohl. Ja, jetzt habe ich es direkt... Achso, ja, warum schreibe ich es zuerst? Ja, gut, gut. So, warten wir mal auf eine Antwort. So, wir sind wieder lebendig und very big damage. Okay, ich soll reported werden, weil ich zu viel Schaden mache oder weil ich großen Schaden mache. Okay, sehr gut. Ja, sehr schön, genau, klar. Ich soll reported werden, weil mein Schaden zu hoch ist, weil ich als Popol nicht so viel Damage machen darf. Oder nicht so viel mache. Ja gut, ich skill das richtige Equipment, bin einfach schon viele Level über den Gegner, was dazu führt, dass sie einfach noch nicht die Ausrüstung haben, um ihr Leben hochzugepumpt zu haben. Und dann ist es natürlich, dass mein Charakter viel Schaden macht. Und im Early Game macht Popol und Cooper, glaube ich, einer der größten Schaden überhaupt. Also nur durch Cooper. Popol selber jetzt persönlich nicht. Im Late Game, wenn die anderen Charaktere auch im Level 14 sich befinden, da wo ich dann auch zeitgleich bin, bin ich eigentlich gefundenes Fressen für die Gegner. Also ich sag mal, nur im Early Game ist es mit Popol und Cooper möglich, das Spiel so zu dominieren. Jetzt wird natürlich auch im Late Game der Fall sein, weil ich einfach schon, wie gesagt, Level 12 bin. Die Gegner sind schon Level 10 bis Level 9. Aber wir werden es einfach mal sehen. Ich werde sie jetzt weiterhin zerflügen können, dadurch, dass sie halt einfach tatsächlich erst 6 Kills erzielt haben. Sie allerdings schon 23 Mal getötet wurden. Sie kommen halt nicht hinterher. So, da haben wir den nächsten. Wunderbar, danke, lieber Koda, du für die Heilung. Ich weiß auch nicht, warum ich sie nicht komplett mitgenutzt habe. Da habe ich nicht richtig drüber nachgedacht. Da, das Handling wieder mit dem Wolf. Ich komme da allerdings jetzt gerade nicht rein. Mein Wolf stirbt weg. Das heißt für mich, ich muss kurz zurück. Ich muss meinen Wolf reporten, resetten. Reporten sage ich jetzt auch schon. Ja, die Leute vergessen halt einfach, dass großer Levelunterschied in dem Spiel viel bedeutet. Wenn man einmal erst so weit vorgerückt ist und das gegnerische Team so in Hintertreffen gerät, durchs Ganken, dass man da kaum noch Chancen hat. So, ja, der Lord dürfte jetzt auch kein Problem sein. Das gegnerische Team achtet sowieso momentan nicht wirklich auf die Situationen, die geklärt werden sollten. Das heißt, sie werden uns beim Lord auch jetzt nicht stören. Dementsprechend holen wir ihn natürlich easy. Mein Windsprecher ist jetzt auch noch da. Jetzt wird mein Damage nochmal ein Stück höher, was natürlich sehr gut ist. So, ran geht's. Falten wir das Ganze mal eben ab. Lieber Kakadu, ich danke dir für dieses tolle Match auf jeden Fall auch schon mal, was bis jetzt läuft. Wir dominieren das Match gerade ganz eindeutig. Ja, da ist er noch dran gekommen. Das heißt, einmal gestunt von meinem Cooper und schon ist es eigentlich gelaufen. Nein, sie entkommt! Das tut mir jetzt leid, Kakadu. Ich hätte gehofft, du slayst sie. Hätte beinahe auch funktioniert. Der Lord kommt ran, das müsste es gewesen sein. Ich glaube nicht, dass sie uns jetzt gebremst kriegen. Ich kann auch in 4 Sekunden meinen Cooper transformieren. Dann dürfte es einfach gelaufen sein. Ich hoffe, ihr habt Spaß an solchen Videos. Wir werden weiter Mobile Legends spielen. Ich hoffe, ihr schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein. Wir holen nochmal schnell die Kills. GG, Doppelkill. Holen wir noch den Triple. Jawohl, dann haben wir den Triple. Und damit ist das Match, glaube ich. Nein, da kommt nochmal Claude. Kriegen wir noch.
Mit Turm, Feuer. Nein. Doch, ich habe ihn noch. Ich habe meinen Maniac noch erreicht. Wunderbares Matchup. Ich hoffe, es gefällt. Lasst einen Daumen nach oben da. Wir werden weiterspielen. Beim nächsten Mal vielleicht mal nicht mit Popol und Cooper. Es hat Spaß gemacht. Wie ihr seht, waren es am Ende 19 Kills. Wunderbar gelaufen. Top-Match. Lieben Dank, Kakadu. Lieben Dank, Kuradu. Ihr habt uns gut unterstützt. Ich hoffe einfach, ihr schaltet beim nächsten Mal auch wieder ein. Ciao, bis zum nächsten Mal.